Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Samsung hört auf seine Fans und haben mal einfach so das Galaxy S20 in einer Fan Edition auf den Markt gebracht. Aber passt auf, da gibt's Unterschiede. Unterschiede zum Beispiel, es gibt eine Version mit 4G, da ist verbaut der Exynos 990 Chipsatz, der hauseigene Chipsatz von Samsung. Und in der 5G-Version, die 100 Euro teurer circa ist, ist ein Snapdragon 865 verbaut. Und diese Version würde ich euch immer und immer wieder empfehlen. Auch wenn sie 100 Euro mehr kostet, ihr habt den besseren Chip verbaut, dadurch auch eine bessere Akkulaufzeit. Wir schauen uns heute das Gerät im Unboxing an. Ich schildere euch meine ersten Eindrücke und ich würde sagen, los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Die Verpackung ist eher unscheinbar in weiß gehalten, hier das S20 drauf, hier unten nochmal S20 FE und hier das Wichtige, die 5G-Version. 5G können wir aber doch vernachlässigen, weil, so wie ich weiß und das Datenblatt hergibt, haben wir die für Deutschland und für Europa wichtigen 5G-Frequenzen gar nicht hier verbaut. Aber mir kommt es darauf an, dass hier der Snapdragon 865 verbaut ist. Und deswegen habe ich das auch meinem Trainerkollegen empfohlen. Vielen Dank, Jakob, für die Leihgabe und dass ich das hier auspacken darf. Danach geht es natürlich direkt zu dir zurück. Ja, sonst sehen wir nur wieder Schriftzüge und hier nochmal so ein bisschen was aufgeprägt, so kleine Emojis und so weiter. Wir haben die Farbe Cloud Navy und die 128 GB Version. Es gibt noch 5 weitere Farben, ich blende die euch hier mal ein. Und jetzt machen wir gar nicht lange rum, sondern öffnen dann direkt das Paket. Ich darf es auch als erstes auspacken. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, dafür an dich, Jakob. Und jetzt ziehen wir das Paket mal ganz schnell auf und schauen, was da so alles dabei ist. Und Samsung typisch ist der Papierkram hier oben im Deckel versteckt. Den muss man so rausleiden. Den Deckel lege ich ja immer gern hier oben mal hin, dass man immer mal sieht, um was es geht. Ja, wir haben einen Pappschuber hier. Mal schauen, hier Simmecheck-Tool brauchen wir natürlich. Das hole ich hier mal raus. Jawohl, es fällt mir schon entgegen. Und hier unten ist die Öffnung. Und wir haben hier Quick Start Guide und wir haben hier noch die Warranty Card. Leider, leider keine Hülle dabei. Samsung macht das ja eigentlich nie bei seinen Geräten. Finde ich wirklich sehr schade, gerade weil auch dieses Gerät eine Kunststoffrückseite hat und keine Glasrückseite. Da ist das doch ein bisschen schade drum. Aber schauen wir weiter, was im Lieferumfang dabei ist. Und hier haben wir das Gerät. Legen wir natürlich, ohne auf die Rückseite zu schauen, erstmal nebenhin. Und des Weiteren im Lieferumfang sehen wir hier, ne, wir fangen hier an, ein Ladeadapter und hier haben wir einen Ladeadapter mit 15 Watt. Das ist auch wieder so eine Geschichte, die ich nicht gut finde, weil das Gerät kann mit maximal 25 Watt geladen werden und Samsung legt ein 15 Watt Ladegerät bei einem Gerätepreis von 730 Euro. Wie gesagt, die 5G-Variante. 4G ist bei 630 Euro UVP. Klar wird der Preis Samsung-typisch in den nächsten Monaten fallen, aber ich finde es wirklich schade, dass hier nur ein 15 Watt Ladeadapter dabei liegt. Das Gerät kann, wie gesagt, 25 Watt mit per Kabel geladen werden und 15 Watt Wireless Charging geladen werden. Der 4500 mAh starke Akku dürfte mit 25 Watt relativ schnell voll sein, aber mit 15 Watt braucht dann schon ein bisschen länger. Ja, hier ist nichts drin und dann haben wir hier bestimmt noch ja, das Kabel und wir haben hier USB-A auf USB-C. Hier habt ihr das C und ja, das andere ist USB-A. Ich sehe es, das war's in der Verpackung, keine Kopfhörer dabei, wie gesagt, keine Hülle und leider auch nur ein Ladeadapter mit 15 Watt. Finde ich ein bisschen schade, ist sehr spärlich jetzt der Lieferumfang. Das ist, wie gesagt, irgendwie ein bisschen schade für einen Preis von 730 Euro. Aber wir haben auf der Front eine Display-Schutzfolie vorinstalliert. Das ist wiederum eine gute Sache. Und jetzt gehen wir mal auf die Rückseite und ziehen mal die Folie hier noch ab. Jawohl. Und das ist natürlich jetzt mal eine Farbe und auch, dass das matt ist, finde ich wirklich sehr schön gemacht.
Den kleinen Sticker machen wir ja auch noch ab. Aber ja, es ist Kunststoff, aber es sieht wirklich sehr gut aus. Also das gefällt mir wirklich sehr, sehr schön. Ich lege es mal euch hin, dann könnt ihr noch mal schauen, so ein bisschen auf euch wirken lassen. Und hier haben wir den Kamerabumper, Samsung-Schriftzug. Es sind keine, doch hier unten, ihr seht es, CE-Zeichen ist drauf hier unten. Aber man kann sie kaum erkennen, nur wenn man es so ein bisschen ins Licht hält. Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu, zu der Rückseite und zu dem Kamerabumper. Wir fangen wie immer mit den Maßen des Geräts an. Wir haben 74,5 mm, 159,8 und es ist 8,4 mm dick, würde ich jetzt schon fast sagen. 190 Gramm, das ist absolut noch okay vom Gewicht her. Ja, der Rahmen, das ist ein bisschen so zweigeteilt. Die Kunststoffrückseite zieht sich hier nach vorne und der Rahmen scheint wirklich aus Metall zu sein. Das ist auch mal eine neue Verarbeitungstechnik, die ich noch nicht gesehen habe. Also die ist super natürlich. Hier entsteht zwar so ein kleiner Grat, wo bestimmt auch ein bisschen ja, Schmutz hängen bleibt. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, kauft euch eine Hülle. Hier haben wir den Power-Button, den wir natürlich auch direkt mal drücken und mal schauen, ob da auch ein bisschen Saft drauf ist. Jawohl, ihr seht, es fährt hoch. Oben drüber die Lauter- und Leiser-Wippe, die sehr gut verarbeitet ist. Da wackelt gar nichts. Samsung-typisch wirklich sehr gute Verarbeitung von dem Gerät. Hier ein erstes Mikrofon, hier oben der SIM-Karten-Slot. Da pieksen wir natürlich mal rein und schauen, was Samsung uns hier verbaut. Da haben wir eine SIM-Karte oder eine Micro-SD-Karte und hier haben wir eine zweite SIM-Karte. Also ihr könnt den internen Speicher, der hier bei meiner Version oder dieser Version 128 GB groß ist, es gibt noch eine 256 GB Version und UFS 3.1 interner Speicher, könnt ihr erweitern mit einer Micro-SD-Karte bis maximal 1 TB. Das ist wirklich sehr mächtig und da geht doch einiges dann drauf, wenn ihr den Speicher erweitert. Das ist wiederum sehr schön gemacht. Auf der linken Seite bis auf Antennenstreifen sehen wir hier gar nichts. Unten noch ein weiteres Mikrofon, der USB-C 3.1 Port und einer von zwei Lautsprechern. Der zweite dürfte dann hier oben in der Hörmuschel integriert sein. Das ist, macht Samsung ja bei seinen S-Modellen auf jeden Fall immer. Und hier, ihr seht, da ist noch eine Schutzfolie auf dem Rand drauf. Die lasse ich natürlich meinem Trainerkollegen drauf. Der kann das dann abziehen. Da würde ich davon ausgehen, aber ihr könnt mir ja unten mal in die Kommentare schreiben, ob das ein Metallrahmen ist, wie ich vermute, oder ob es doch Kunststoff ist. Ja, auf der Front haben wir ein Display mit ja, relativ dünnen, ich würde schon fast sagen, etwas dickeren Display-Rändern. Das kommt aber nur euch nur so vor, weil das Gerät oder das Display nicht gekurvt ist an den Seiten. S20 war ja noch gekurvt an den Seiten. Hier haben wir ein gerades Display und wir haben hier ein 6,5 Zoll Super AMOLED Infinity O Display mit einer Auflösung von Full HD 1080 x 2400 Pixel mit einer Bildwiederholungsrate von 120 Hertz, 405 ppi und einem Format von 20:9. Der Fingerabdrucksensor ist unter dem Display, es soll ein optischer sein und hier oben Infinity O nennt Samsung ja die Displays, ist eine Punch-Hole-Notch verbaut und darin ist ein 32-Megapixel-Sensor verbaut als Frontkamera. Jetzt richten wir das Teil mal ganz schnell ein, dass wir mal sehen, wie die Oberfläche aussieht. Jetzt sind wir in der Oberfläche und hier empfängt uns natürlich Android 10 mit der hauseigenen One UI 2.0 von Samsung. 120 Hertz Display, ihr seht schon, hier ist alles sehr flüssig vonstatten. Und jetzt schauen wir doch mal ganz schnell nochmal in die Einstellungen und da möchte ich doch mal schauen, wenn ich es jetzt direkt finde. Den Fingerabdrucksensor ein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Jawohl, den richten wir jetzt mal ganz schnell ein. Es ist wie gesagt ein AMOLED-Display. Ihr könnt unter anderem auch ein Always-On-Display aktivieren. Und ja, das dauert doch schon etwas länger hier bei Samsung als bei anderen Herstellern. Muss ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein. Ihr könnt noch weitere hinzufügen.
und dann möchte ich den gern mal probieren. Kommt er auch so? Jawohl, ich kann. Ja, also das ist doch wirklich sehr schön schnell, die Entsperrung. Und wenn wir das Display anhaben, ist es sogar noch etwas schneller. Jetzt kommen wir mal auf die Rückseite und da habt ihr schon gesehen, der Kamerahubbel und Samsung verbaut hier drei Sensoren. Einmal ist es der 12 Megapixel Hauptsensor, es ist ein Samsung S5K 2LD Sensor, also es ist ein hauseigener Sensor mit einer Bezeichnung, die man sich eh nicht merken kann, mit einer Blende von f1.8. Samsung-Töne sind natürlich auch vorhanden, wie ihr hört. Dann haben wir einen 12-Megapixel-Weitwinkelsensor, 120 Grad Weitwinkel mit einer Blende von f2.2 und als drittes eine 8-Megapixel-Telezoom-Linse. Damit könnt ihr zum Beispiel dreifach Hybrid-Zoom darstellen oder sogar ein 30-fach Digital-Zoom, wenn ihr wollt. Das mit einer Blende von f2.0. 8K 30 FPS Videos sind laut Datenplatten möglich. Optischer Zoom ist möglich. Ihr habt eine optische Bildstabilisierung, eine elektronische Bildstabilisierung ist verbaut. Ihr könnt Fotos im RAW-Format aufnehmen. HDR ist die Kamera natürlich fähig und ihr habt einen Nachtmodus. Ich kann euch leider keine Fotos auf meinen Social Media Kanälen diesmal anbieten, weil dieses Gerät direkt an seinen Besitzer wieder zurückgeht. Aber folgt mir doch gerne. Ich blende euch hier unten mal meine Social Media Kanäle ein. Da freue ich mich immer wieder drüber, wenn ihr mir da folgt. Ja, wir kommen auf die Vorderseite wieder zurück und da gehen wir natürlich gleich mal in die Hardware. Wir haben hier verbaut, wie am Anfang erwähnt, der Snapdragon 865. Es ist ein Octa-Core mit 2,84 GHz. Zur Seite steht dem Ganzen eine Adreno 650 Grafikeinheit, 6 GB LPDDR5 RAM und 128 bzw. 256 GB UFS 3.1 interner Speicher. Erweiterbar durch MicroSD mit maximal 1 Terabyte. Und hier, wie gesagt, ich würde euch immer diese Version empfehlen, Antutu Benchmark-Punkte von 595.000. Bei der Exynos-Version, der Exynos 990 ist nicht so leistungsstark, habt ihr 515.098 Punkte. Also überlegt es euch, ob das euch 100 Euro mehr wert ist. Wegen 4G, 5G habe ich im Intro ja schon alles dazu gesagt. Das ist eigentlich durch die Entscheidung eigentlich egal. Ja, des Weiteren haben wir hier natürlich noch verbaut Bluetooth 5.0, LTE, 5G, aber wie gesagt, leider die Bänder für Europa nicht unbedingt geeignet. Dual Wi-Fi 2,4 plus 5 GHz und natürlich NFC für das kontaktlose Bezahlen. Das Gerät macht in meinem ersten Eindruck jetzt einen sehr sauber verarbeiteten Eindruck. Die Rückseite trotz Kunststoff gefällt mir wirklich sehr gut. Das Einzige ist hier, wo die Wireless Charging Spule ist, klingt das Gerät ein bisschen hohl, aber sonst ist die Kunststoffrückseite schön matt und trotz dass sie matt ist, zieht sie natürlich etwas Fingerabdrücke an, aber die Verarbeitung gefällt mir jetzt wirklich gut. Die Displayränder sind ja doch schon etwas dicker, da hätte Samsung ein bisschen nachlegen können, aber immer im Hinterkopf behalten, es kostet in Anführungszeichen für ein Samsung-Gerät nur 730 Euro. Ja, ich würde sagen, das soll es soweit gewesen sein für das Samsung S20 in der Fan Edition 5G. Das darf man nicht vergessen zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar und ein Like da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne meinen Kanal. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.